Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es sollte der Tag der Entscheidungen sein. Doch heute Abend wissen wir, der Tag der Entscheidungen wurde einmal wieder nur vertagt. Und der Massenprotest in der Ukraine geht weiter. Das sorgte heute auch anderswo für dicke Luft. Schwieriger Gast. Putin streitet mit EU über Ukraine. Belastender Beruf, Soldaten unzufrieden mit Bundeswehr und leichtes Spiel. Warum in Prag jeder auf dem Klavier klimpern kann. Den Demonstranten in der Ukraine geht es wie vielen anderen Menschen, die sich gegen ihre Herrscher aufbäumen. Sie bekommen ein paar Stückchen Zucker hingeworfen mit dem Versprechen, ihre Forderungen würden erfüllt. Doch der Zucker schmeckt meist bitter und entlarvt sich schnell als reines Beruhigungsmittel, das die Symptome bekämpft, nicht aber die Ursache. In Kiew ist heute der Ministerpräsident zurückgetreten. Doch wer ihm nachfolgt, bestimmt immer noch der Staatspräsident. Und Janukowitsch macht keine Anstalten, von der Macht zu lassen. Vielleicht auch, weil er weiß, dass er sich noch immer auf viele Unterstützer verlassen kann, insbesondere im Osten des Landes. Goline Atay berichtet. Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Die Stadt, wo Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko in Haft sitzt. Die Stadt, die sich traditionell Richtung Russland orientiert. Auch jetzt, versichert der Bürgermeister. Ich bin ständig in Kontakt mit den Bürgern hier. Und ich spüre, dass das, was in Kiew passiert, in Charkiw nicht möglich wäre. Ich kann Ihnen garantieren, dass ich es nicht zulassen werde, dass die Werte, die hier innerhalb von Jahrhunderten aufgebaut wurden, innerhalb von einem Tag zerstört werden. Viele Arbeiter bei Turbo Atom, einem weltweit führenden Unternehmen, haben nur Kopfschütteln übrig für die Demonstranten in Kiew. Das sind alles Leute, die keine Arbeit haben, die nicht arbeiten. Und wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen arbeiten. Also ich bin gegen das alles, weil ich für Janukowitsch bin. Charkiw, das industrielle Herz der Ukraine. Fast 6000 Menschen stellen hier Turbinen her für Atomkraftwerke. Mit einem gewissen Stolz lassen sie sich interviewen. Und haben ihre Erklärungen für den Maidan in Kiew. Das ist doch wie in einer Irrenanstalt in Kiew, was soll ich dazu sagen? Das sind alles Westukrainer, die das veranstalten. Sie haben dort keine Arbeit, keine Betriebe und gar nichts. Und da ist es günstig, diesen Aufstand zu machen. Sie haben halt keine Jobs, da gibt es keine Industrie, die gehen alle ins Ausland, nach Polen. Und trotzdem gehen einige hundert jeden Abend auf die Straße. Ein Mini-Maidan in Charkiw. Ministerpräsident Asarow, geh nach Hause, dein Wehrdienst ist zu Ende, steht auf dem Banner. Die Abgeordneten im Kiewer Parlament erfuhren vom Rücktritt des Ministerpräsidenten gleich am Anfang ihrer Sondersitzung. Die Nachricht entspannte die Gemüter für weitere Abstimmungen, galt der Mann den Oppositionellen doch als Hardliner und enger Vertrauter vom Präsidenten. Die Einheit des Landes zu bewahren und den Erfolg der Ukraine, das sind meine wichtigsten Ziele. Ambitionen sind zweitrangig. Vorerst führt Asarow die Amtsgeschäfte weiter, bis sich ein Kompromisskandidat findet. Der fraktionslose Oppositionelle und Unternehmer Piotr Poroschenko könnte so ein Kandidat sein. Der Rücktritt des Ministerpräsidenten hätte schon vor Monaten kommen müssen. Jetzt haben wir Zeit verloren. Die Stimmung im Volk ist viel aggressiver geworden. Er werde jedenfalls nicht in der neuen Regierung arbeiten, sagte Vitali Klitschko. Er könne es sich nicht einmal vorstellen. Goline Atay in Kiew. Tja, die Regierung ist weg, der Präsident aber bleibt. Spielt Janukowitsch weiter wieder nur auf Zeit? Ja, Karin, es gibt Beobachter, die sagen, der Präsident hätte sich nach 2 Monaten Staatskrise nur deswegen bewegt,
weil gewisse Oligarchenkreise ihm gedroht hätten, ihre Unterstützung zu entziehen. Er hat gestern Nacht noch einmal ausdrücklich betont, dass die Rückkehr zur alten Verfassung von 2004 ein unglaublich komplizierter, langer Prozess sei. Da müsse erstmal eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden, es müsse eine Kommission gebildet werden, es müsste das oberste Gericht das ganze Prozedere prüfen. Und damit hat er auch die Aussicht auf baldige Neuwahlen in die Ferne geschoben. Und dann hat er zum Zweiten zwar von einer Amnestie gesprochen für verhaftete Demonstranten, hat das aber wiederum an eine Bedingung geknüpft, hat gesagt, die Menschen auf dem Maidan hier hinter mir, die müssten alle Häuser verlassen, alle besetzten Plätze verlassen, und zwar innerhalb von 2 Wochen, damit diese Amnestie wirksam wird. Und das wird sich die Opposition nicht bieten lassen. Es wird morgen ein harter Verhandlungstag werden in der Rada. Ja, welche Möglichkeiten hat denn die Opposition jetzt noch? Denn die Regierung zu übernehmen und selbst den Premier zu stellen, das hat sie ja bereits am Wochenende abgelehnt. Schritt für Schritt, Etappe für Etappe wirklich mit Präsident Janukowitsch zu verhandeln, das hat Vitali Klitschko heute noch mal deutlich gemacht. Natürlich könnte sie sich vereinen, um geschlossener aufzutreten, aber sie kann nicht in die Regierung. Sie hätte sich sonst wirklich jedwede Sympathie der Straße verspielt. Und so läuft es wirklich nur noch auf das eine hinaus, den Druck der Straße so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Danke, Coline Atay in Kiew. Ja, der Schlüssel zu diesem Konflikt, der liegt nicht zuletzt auch bei dem Mann, der die ganzen Massenproteste gewissermaßen erst ins Rollen gebracht hat. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte seinen Mann in Kiew, den ukrainischen Präsidenten, dazu gedrängt, ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Was nicht nur in der Ukraine viele Menschen auf die Straßen trieb, sondern auch in Brüssel für so viel Ärger gesorgt hat, dass der Gipfel zwischen Russland und der EU, für den eigentlich mal 2 Tage angesetzt waren, heute in ein paar Stunden abgefrühstückt war. Bettina Scharkus. Es scheint, als wolle sie die europäisch-russischen Beziehungen noch schnell aufpolieren, vergeblich. Die Pressekonferenz nach einem kurzen und wohl auch recht kühlen Treffen macht klar, in kaum einem Punkt kommen Europa und Russland zusammen. In fact, this is the 19th or 20th summit. Das ist das 19. oder 20. Gipfeltreffen mit Russland, an dem ich teilnehme. Und es ist wahr, um offen zu sein, es gibt Themen wie Handel oder Energie, die immer wieder auf den Tisch kommen, bei denen wir nur in einem einzigen Punkt übereinstimmen, nämlich, dass wir nicht übereinstimmen. Aber dieser Gipfel ist nicht einer von vielen angesichts der schwierigen Lage in der Ukraine. Viva Putin! Vor der EU-Kommission lauter Protest von Femen. Er wird schnell von der Polizei niedergerungen. Die Botschaft? Putin will die Ukraine unterdrücken. Er macht Propaganda gegen friedliche Demonstranten auf dem Maidan. Deshalb sind wir hier. Drinnen gibt sich Wladimir Putin gesprächsbereit. Ihm sei nicht wichtig, wer in Kiew regiere. Auch im Falle eines Machtwechsels würde er russische Hilfskredite nicht in Frage stellen. Ich sage Ihnen ganz offen, wir werden diesen Kredit nicht zurückfordern und auch nicht die Gaslieferungen einstellen. Wir hatten immer einen guten Dialog mit der ukrainischen Regierung. Den werden wir auch weiterhin haben. Der europäisch-russische Dialog, so meinen Europaabgeordnete nach dem Treffen, der liege auf Eis. In dieser Eiszeit ist eine Sprachlosigkeit ausgebrochen. Also wenn man nur 3 Stunden miteinander redet, obwohl eigentlich 2 Tage geplant waren, dann zeigt das ja schon alles. Also in meinen Augen, das war kein Gipfel, das war ein Abstieg vom Gipfel, wenn man so will. Und ich glaube, dass der Dialog dringend wieder aufgenommen werden muss. Es gibt wahrlich genug Dinge, über die man reden kann. Denn Europa muss im Gespräch bleiben mit dem mächtigen Nachbarn Moskau. Trotz aller Meinungsunterschiede, die wirtschaftlichen Verflechtungen sind eng. Russland exportiert vor allem Öl und Gas. Von diesen Rohstofflieferungen ist Europas Energieversorgung bereits zu einem Drittel abhängig. Deshalb gibt es auch aus ökonomischen Gründen diese strategische Partnerschaft, die sich für beide Seiten lohnt. Man kann also nicht ohne einander, auch wenn die Differenzen bei diesem kurzen Treffen mehr als deutlich wurden. Der nächste EU-Russland-Gipfel findet im Juni in Sotschi statt. Nach den Olympischen Spielen gehen die Politspiele zwischen Brüssel und Moskau in eine neue Runde. Und was diese Politspiele von EU und Russland für die Ukraine bedeuten,
Das kommentiert Udo Lilischkis vom Westdeutschen Rundfunk. Ja, sie haben etwas weniger gelächelt heute, die Europäer. Denn sie hielten ihr Problem mit Putin bislang eher für eines der Sonderpädagogik. Geduldig sollte der schwer erziehbare Russe in eine strategische Partnerschaft gebracht werden. Hier lockte ein Visa-Zückerchen, da drohte eine Bundestagsschelte. Das ist grandios gescheitert. Denn Putin nimmt die Europäer schlichtweg nicht ernst. Außerdem, er fürchtet keine Konfrontation, nein, er sucht sie, er braucht sie geradezu. Assad stützen, Snowden aufnehmen, Freihandelsregeln brechen. Selbstbewusster Streit mit dem Westen wertet sein Land und ihn selbst sogar auf. Und wirklich schmerzhafte Druckmittel fehlen. Wir Europäer hängen ab vom russischen Gas. Unsere Milliarden dafür nehmen Putins Gazprom-Freunde auch dann entgegen, wenn wir nicht freundlich bei der Übergabe lächeln. Auch wenn die Erkenntnis schmerzt, dem mächtigen Putin stehen eher ohnmächtige Europäer gegenüber. Die müssen wohl unaufgeregt darauf warten, dass das System Putin sich selbst demontiert. Denn trotz Öl und Gas, Investitionen fehlen, die Industrie ist am Boden, das Wachstum nahe Null. Das bedroht Putins Popularität, seine Machtbasis. Nur neue Realitäten können Putin umstimmen, nicht Brüsseler Ermahnungen. In der Ukraine haben die Demonstranten auf dem Maidan Putins Erpressungsversuch torpediert. Das Moskau-freundliche Kabinett könnte durch eines mit Oppositionsführern ersetzt werden. Trotzdem will Putin den versprochenen Gaskredit weitergewähren, sagte er heute. Russland helfe doch nicht der Regierung, sondern dem Volk. Ein schöner Lernerfolg, ganz ohne lächelnde europäische Sonderpädagogen. Udo Lilischkis kommentierte. Kroatien ist das jüngste Mitglied der Europäischen Union und steht schon jetzt wegen seines Haushaltsdefizites am Pranger. Die Nachrichten mit Judith Rakes. Die EU-Finanzminister haben die Eröffnung eines Verfahrens gegen das Land beschlossen. Kroatien liegt mit einer Neuverschuldung von mehr als 5% der Wirtschaftsleistung deutlich über der erlaubten Marke von 3%. Bis April soll die Regierung in Zagreb ein Konzept vorstellen, wie sie die Haushaltsprobleme in den Griff bekommen will. Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien sind erstmals die beiden Hauptangeklagten Mladic und Karadzic aufeinander getroffen. In separaten Prozessen müssen sie sich in Den Haag unter anderem wegen des Völkermords von Srebrenica mit 8000 Toten verantworten. Der frühere bosnisch-serbische General Mladic war als Entlastungszeuge für Karadzic geladen, verweigerte aber die Aussage. Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens haben laut Zeitungsberichten auch die Nutzerdaten von Smartphone-Apps im Visier. Als Beispiel nannten New York Times und Guardian das populäre Spiel Angry Birds und den Kartendienst Google Maps. Beide Blätter berufen sich auf Unterlagen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden. Der UN-Sicherheitsrat hat den geplanten EU-Militäreinsatz für die Zentralafrikanische Republik einstimmig gebilligt. Die Europäische Union will mit bis zu 600 Soldaten bei der Befriedung des Krisenlandes helfen. Französische und afrikanische Truppen sind dort bereits im Einsatz. Deutschland könnte die EU-Mission logistisch unterstützen, zum Beispiel mit Lufttransporten. Erst vor wenigen Tagen hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen angekündigt, mehr Soldaten zum Einsatz nach Afrika schicken zu wollen. Doch schon ohne diese zusätzliche Belastung wächst in deutschen Kasernen der Unmut. Die Stimmung in der Truppe, so lässt sich der heute vorgestellte Jahresbericht des Wehrbeauftragten zusammenfassen, ist so schlecht wie nie. Normalerweise ist dies für einen Verteidigungsminister keine frohe Botschaft. Für die neue Frau an der Front mag sie aber gelegen kommen. Hatte sie doch gleich in ihrer ersten großen Offensive angekündigt, die Bundeswehr zum besten Arbeitgeber überhaupt machen zu wollen. Doch der Weg dorthin ist weit, wie Andrea Zückert berichtet. Nicht Afghanistan, sondern die Altmark. Kein Ernstfall, sondern Übung. Auf die bereiten sie sich seit Wochen vor im Gefechtsübungszentrum des Heeres. Für Oberleutnant Jan Jakubitz auf dem Geschützturm des Leopard 2-Panzers sind solche Übungen ein Höhepunkt. Für den Berufspendler bedeuten sie aber auch, für viele Tage nicht nach Hause zu kommen. Für viele Kameraden, die gerade Wochenendpendler sind, so wie ich, kann es teilweise auch sehr intensiv werden. So wie gerade jetzt hier auf dem Übungsplatz ist das so, dass wir dann Vor- und Nachbereitung relativ intensiv haben, weg von zu Hause sind, unsere Familien, die Freunde nicht sehen.
Übungen, Auslandseinsätze, die Familie weit weg. Darunter leiden viele Soldaten und beklagen sich beim Wehrbeauftragten. Dessen Bericht sorgt auch bei der Übung für Diskussionen. Christin Ritschel erzieht ihre vierjährige Tochter allein. Sie wohnt in der Nähe ihrer Kaserne, dennoch ist es schwierig. Ich kann meine Tochter morgens nur wegbringen, aber abends nicht mehr abholen. So, und ist natürlich schade für eine Mutter, das nicht ganz so zu vereinbaren zu können. Sowas würde ich mir wünschen. Also Tagesmütter am Standort, das wäre schon eine super Sache. In Berlin weist derweil der Wehrbeauftragte auf noch mehr Probleme bei den Soldaten hin. Die Beschwerden mehr denn je. In den vergangenen 12 Monaten allein rund 5.000. Weniger Soldaten, mehr Auslandseinsätze, der Frust groß, die Motivation klein. Die Bundeswehr steht mit den laufenden Einsätzen, personell wie materiell, nach wie vor an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Operativer Bedarf und strukturelle Ausplanung klaffen hier auf absehbare Zeit weiter auseinander. In der Altmark beobachtet derweil die Verteidigungsministerin ihre erste Gefechtsübung. Sie muss jetzt die Richtung vorgeben, auch in der Bundeswehrreform, sonst laufen ihr die Soldaten weg. Schon jetzt ist die Abbrecherquote unter den Freiwilligen hoch. Sie plant eine Qualitätsoffensive. Von Themen, wie wir sie eben besprochen haben, der Kinderbetreuung, bis hin zur Frage, wie ist das mit dem Pendeln, aber auch, wie ist meine Karriere, wenn ich die Bundeswehr verlasse, wie ist die Grundausrüstung, die wir zur Verfügung haben, wie sind die Möglichkeiten des Aufstiegs, breite Palette, die muss jetzt in einem geschlossenen Konzept auch angesprochen werden und dann umgesetzt werden. Und dann ist da noch ein Tabuthema. Manche Soldaten haben laut einer Studie gewisse Vorbehalte gegen Kameradinnen. Durch Frauen verliere die Truppe ihre Kampfkraft. Soldatinnen ja, aber nur für den Innendienst? Ja, meiner Meinung nach würde ich sagen, ja, ist besser, wenn die Frauen, ist ja doch schon ein ganz schönes Gewicht, was man mit sich rumschleppt. Und ja, also ich finde es besser, wenn die Frauen im Innendienst bleiben und die Männer draußen. Für Jan Jakobitz steht die Familie vor dem Dienst. Von seinem nächsten Standort möchte er unbedingt abends nach Hause fahren können. Geld funktioniert nicht ohne Vertrauen. Nur wer fest daran glaubt, dass die Scheine in seiner Hand mehr als nur ein paar schnöde Papierschnipsel sind, wird etwas Wertvolles dagegen eintauschen. Bei der neuen Währung des Internetzeitalters, den sogenannten Bitcoins, ist es noch schwieriger, Vertrauen aufzubauen. Denn diese rein virtuellen Computermünzen sind unsichtbar und lassen sich nicht einmal anfassen. Doch trotzdem sind sie ein Riesenerfolg. Wer vor einem Jahr einen Bitcoin gegen $10 eingetauscht hat, kann ihn mittlerweile für rund $960 weiterverkaufen. Aber genauso rasant könnte der Preis der digitalen Münzen auch wieder fallen. Deshalb warnt die Bundesbank vor den Bitcoins. In Russland sind sie sogar verboten. In den USA aber hat jetzt ganz analog die erste Bitcoin-Wechselstube eröffnet, wie Jochen Tassler berichtet. Dollars gegen Bitcoins. Im Moment ist das noch ein eher ungewöhnlicher Deal, aber nicht überall. Das Bitcoin Center in New York ist genau dafür gemacht. Wer will, kann hier echte Scheine in virtuelles Guthaben tauschen. Und es gibt inzwischen einige, die wollen. Ich glaube, es ist die Zukunft von Geldgeschäften insgesamt. Und deshalb dachte ich, ich komme mal vorbei und kaufe ein paar Bitcoins. Downtown Manhattan. Prominenter könnte der Ort für einen Bitcoin-Laden kaum gewählt sein. Raus aus der Nische, ran an die Nutzer, das wollen die Macher und arbeiten daran. Bei einigen Firmen kann man inzwischen mit Bitcoins bezahlen. Sie sollen eine echte Alternative zu Dollar und Co. werden. Demokratisch, unabhängig, besser. Mit Bitcoin kann man jeden Betrag überall hin überweisen. Es geht sehr, sehr schnell, es kostet keine Zwangsgebühren und niemand muss dazwischen geschaltet werden. Das Konto kann nicht eingefroren werden und man braucht auch keine Zustimmung von Regierungen, Firmen oder Banken, um bei Bitcoin mitmachen zu können. Anders sind Bitcoins in jedem Fall. Eine rein digitale Währung, nicht gedruckt, sondern programmiert. Bezahlen ist hier vor allem ein Rechenvorgang. Die Bitcoins werden in einer digitalen Geldbörse gespeichert. Darauf kann man mit einem Computerprogramm zugreifen, ähnlich wie beim Online-Banking. Bei Transaktionen müssen sich beide Seiten mit einer elektronischen Signatur ausweisen, quasi als Unterschrift. Mit speziellen Computern überprüfen dann andere Nutzer, sogenannte Miner, die Überweisung. Ein komplexer Rechenprozess. Erst wenn der abgeschlossen ist, wird das Geschäft vollzogen. Die Miner bekommen als Belohnung neue Bitcoins. Weil es keinen echten Gegenwert gibt, leben Bitcoins davon, dass die Nutzer an sie glauben. Hier ist das kein Problem.
Im wahren Leben aber hat Bitcoin zuletzt Negativschlagzeilen produziert. Im Herbst letzten Jahres machten US-Behörden das Internetportal Silk Road dicht, einen Online-Umschlagplatz für Drogen, Waffen, illegale Papiere und Ähnliches. Bald stellte sich heraus, bezahlt hatten die Silk Road-Kunden mit Bitcoins. Gerade erst wurde in diesem Zusammenhang unter anderem Charlie Schramm festgenommen. Er war Betreiber einer Bitcoin-Börse und Vizepräsident der Lobbygruppe Bitcoin Foundation. Der Kernvorwurf? Geldwäsche. Bitcoin ist attraktiv für Kriminelle, weil sie keine Bankkonten brauchen. Die Betreiber von Silk Road konnten schlecht Visa oder American Express nutzen. Das wäre für Ermittler viel zu leicht nachzuvollziehen gewesen. Einigen Ermittlungsbehörden ist die Bitcoin-Gemeinde daher ein Dorn im Auge. Sie fordern klarere Regeln gegen Geldwäsche und andere kriminelle Nutzung. Ob der Aufstieg der Währung vor diesem Hintergrund so weitergeht wie bislang, weiß niemand, auch wenn es hier alle hoffen. Immer mehr Arbeitnehmer gehen wegen psychischer Erkrankungen in Frührente. Noch einmal Judith Rakers. Die Zahl der Betroffenen hat sich innerhalb von 10 Jahren verdreifacht. Das geht aus einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer hervor, die sich auf die deutsche Rentenversicherung beruft. Das Durchschnittsalter psychisch kranker Frührentner liege bei 49 Jahren. Hauptursache seien Depressionen sowie Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankungen. Verbraucher haben keinen Anspruch darauf zu erfahren, wie ihre Kreditwürdigkeit durch die Schufa genau ermittelt wird. Die Berechnungsformel sei Teil des Geschäftsgeheimnisses, entschied der Bundesgerichtshof und wies damit die Klage einer Autokäuferin aus Hessen ab. Zwar müsse die Schufa mitteilen, welche Daten sie gespeichert habe, wie daraus die Kreditwürdigkeit berechnet werde, gehe den Verbraucher aber nichts an. Und damit zu den Börsendaten. Der DAX schloss am Abend im Plus mit 9.407 Punkten. Der Dow Jones ging mit 15.928 Zählern aus dem Handel. Die türkische Lira hat im vergangenen Jahr 25% gegenüber dem Euro verloren, die indische Rupie 15%. Die Währungsturbulenzen in beiden Ländern haben weitreichende Auswirkungen. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Für die betreffenden Länder stellen die Währungsturbulenzen ein großes Problem dar. Beispiel Indien. Weil die US-Notenbank die Geldflut zurückfährt, erhöht sie in den Schwellenländern den Druck. Anleger ziehen deshalb Kapital aus Indien ab. Das aber schwächt das Wirtschaftswachstum. Der Effekt? Anleger ziehen sich noch stärker aus Indien zurück. Und die Währung gerät weiter unter Druck. Daher hat sich die indische Zentralbank heute dazu entschlossen, den Leitzins auf 8% anzuheben. So will sie die Rupie stabilisieren. In der Türkei wirken die politischen Turbulenzen auf die Lira. Deshalb gibt es zur Stunde auch einen Krisengipfel der türkischen Notenbank. Deren Chef Basci sagte, Zitat, niemand sollte in Zweifel ziehen, dass die Zentralbank alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen wird. Zitat Ende. So etwas Ähnliches hatte ein gewisser Mario Draghi auch schon einmal gesagt, bezogen auf den Euro. Die Tatsache, dass die Notenbanken nun aktiv werden, beruhigt auch die Börsen. In den 50ern sang er für die Arbeiterbewegung, später bei Protesten gegen den Vietnamkrieg. Mit dem Song Where Have All the Flowers Gone schuf der US-Folkmusiker Pete Seeger eine Hymne der Friedensbewegung. Er starb jetzt im Alter von 94 Jahren. Sagt mir, wo die Blumen sind. Die Stimme ein wenig brüchig, die Botschaft kristallklar. Für den Frieden, gegen den Krieg. Pete Seeger hörte nie auf, sich einzumischen. Vorneweg im Alter von über 90, als Occupy Wall Street durch New York marschierte. Getreu seiner Botschaft in seinen Liedern und Texten. Traut nicht den großen Führern, werdet selbst kleine Anführer. Ich glaube an eine Zukunft der Welt, in der viele kleine Gruppen miteinander reden, streiten und dann entscheiden. Aber friedlich. The father of American folk music, Pete Seeger. This land is your land. Dieses Land gehört uns allen. Zusammen mit Popstars wie Bruce Springsteen sang er seine Hymne auf großen Bühnen. Aber noch lieber sang er vor Studenten und Arbeitern. Die Mächtigen hatten ihn als Kommunisten verfolgt, aber die Leute hielten zu ihm, dem Vater der amerikanischen Folkmusik. Pete Seeger starb friedlich in New York im Alter von 94 Jahren. Well, well.
Wer Angst hat, schief zu singen, der könnte einfach die Klappe halten und es gar nicht erst versuchen. Aber das wäre ein großer Fehler, hat Piet Sieger einmal gesagt. Und auch wenn es nicht ums Singen geht, die nächste Geschichte hätte ihm gefallen. Denn auch in ihr kommt es nicht darauf an, jede Note zu treffen, sondern mit Spaß einfach Musik zu machen, wo auch immer. Ein Kaffeehausbesitzer in Prag hatte die Idee, an vielen Stellen in der Stadt ein Klavier mitten auf die Straße zu stellen. Nicht nur Touristen, auch Einheimische und sogar Polizisten auf Streife hauen nun in die Tasten. Selbst dort, wo man solche Spontankonzerte eher nicht vermutet. Danko Handrik. Im Transitbereich eines Flughafens kann es schon mal ein wenig länger dauern. Edward Snowden kann ein Lied davon singen. In Prag könnte er es spielen. Auf dem Flughafen steht ein einsames Klavier, wo jeder spielen kann, der spielen will. Egal, ob er kann oder es mal konnte. Klaviervirtuosen-Karrieren können hier beginnen, wie die von Charlie aus Brüssel. Wir hängen heute hier ein paar Stunden fest, sagt sein Vater. Da ist es wirklich toll, so ein Klavier zu haben, damit der Kleine etwas zu tun hat. Wir Tschechen kommen doch überall gern ein wenig zu zeitig hin. Also bleibt den Leuten auch Zeit für so etwas. Man muss sich doch nur hinsetzen und losspielen. Komponist Smetana wäre stolz auf seine Stadt. An 6 Plätzen in Prag können sich die Menschen einfach hinsetzen und losspielen. Der Hauptbahnhof. Obdachlose lassen aufhorchen, was sie musikalisch drauf haben. Diese österreichischen Studenten sind gerade angekommen und schon ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens. Und der blinde Pavel Skiblik gibt jeden Tag um 14 Uhr ein Privatkonzert. Die Klaviere müssen raus zu den Menschen, sagt der Initiator der Aktion und Kaffeehausbesitzer Ondřej Kobza. Er spielt kein Klavier, hört aber gern anderen zu, um seine Stadt neu zu entdecken. Die Räume in Prag sind so amorph, so roh, gestaltlos. Die Menschen eilen doch nur von A nach B, aber es gibt keine Möglichkeit, einmal innezuhalten und die Stadt wirklich wahrzunehmen, im Hier und Jetzt. Und das Internet spielt auch mit. Dieser Streifenpolizist wurde via YouTube berühmt und sorgt dafür, dass die Prager ihre Ordnungshüter endlich wieder lieben können. Und Mann kann auch Frau ganz spontan eine ganz besondere Liebeserklärung zuspielen. Ein Klavier auf der Straße. So einfach kann das Leben sein. Kommen wir noch schnell zum Wetter, das in unseren Gefilden dafür sorgen dürfte, dass einem Straßenspontan-Pianisten ohne Handschuh bald die Finger abfrieren, Sven Plöger. Ein Straßenspontan-Pianist. Ja, und Karin, das ist vollkommen richtig. Ohne Handschuh, vor allen Dingen im Osten Deutschlands, ist es eine mühsame Sache. Über Mittag im Westen Deutschlands, das gelingt einigermaßen, da ist es nicht ganz so kalt. Und wir gucken als erstes mal hier hin. Das ist die Isobarenkarte, die einem irgendwie so vorkommt, als sieht sie jeden Tag gleich aus. Das riesige Hoch hier über Russland, Tiefdruckeinfluss über Frankreich. Und die beiden sind jetzt weiterhin die Gegenspieler. Das Tief über Frankreich will die warme Luft zu uns drängen, das Hoch über Russland eben weiterhin die kalte Luft. Und das Ganze ist so eine Art Standwetter geworden seit 10 Tagen. Ich habe mal nachgeguckt, was wir da datenmäßig zustande bekommen. Die Durchschnittshöchsttemperatur in Köln plus 6,3 Grad, gemittelt über 10 Tage und gleichzeitig in Berlin minus 3,4 Grad, also quasi 10 Grad Unterschied auf diese doch recht enge Distanz. Also das ist schon eine spezielle Wetterlage. Und wenn wir uns jetzt aber den 15-Tage-Trend für Berlin anschauen, hier ist der 10. Februar, also da gehen wir schon ordentlich in den Februar rein, dann sieht man jetzt morgen noch mal kalt, aber dann zum Sonnabend schon Temperaturen von plus 4 Grad. Und es geht eher bergauf. Also längerfristig wird das Hoch verlieren. Zunächst ist es aber noch aktiv und schickt die kalte Luft gen Osten Deutschlands. Heute Nacht kann es dann so sein, dass von Polen allmählich die Wolken dichter werden und dann die ersten Schneeflocken tatsächlich wieder fallen, Glätte inklusive. Weiter nach Westen ist es aufgeklärt, trotzdem hier nur 1-2 Grad minus, während im Osten dann das Thermometer auf 7-9 Grad unter Null fällt.
Der morgige Vormittag gestaltet sich so, dass dieses Geflöckel sich hier weiter raufarbeitet bis Schleswig-Holstein. Die Westhälfte und der Südwesten präsentieren sich am freundlichsten. Nachmittags kommen hier so ein paar Schleierwolken dazu. Trotzdem der Charakter immer noch freundlich. Hochnebel fällt da weiter nach Osten. Im Nordosten noch ein paar Flocken. Zwischendurch gibt es aber auch mal Sonnenschein. Und dann wieder dieser Unterschied. In der Osthälfte die Kälte, -2 bis -7 Grad. Weiter nach Westen, Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel 5 oder 6 Grad plus. Alles bei einem östlichen Wind der Stärke 3 bis 4. An Nord- und Ostsee da pfeift starker Wind, Windstärke 6. Die Aussichten Donnerstag wenig Änderung, Freitag im Norden ein paar Flocken und dann in der Osthälfte schon mal +1 Grad. Also Karen, zunächst gilt noch Osten kalt, Westen warm. Vielen Dank, Sven Plöger, für die Einsichten in ein geteiltes Land. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen jetzt über die Frage, das große Rentengeschenk, kassieren die Alten die Jungen ab? Um 0 Uhr meldet sich dann Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.